Der letzte Redner in dieser Debatte ist Dirk Heidenblut für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich fange mal sozusagen gleich mit dem Schluss an. Dieser Minister und wir packen die wirklichen Probleme jetzt an. Und das Gesetz gehört dazu. Sie können ja durchaus darüber lachen und es nicht für ein wirkliches Problem haben, dafür zu sorgen, dass wir einen besseren Kinder- und Jugendschutz kriegen, wie der Minister das macht und wie wir das machen. Sie können es nicht für ein wirkliches Problem halten, dass Menschen, die in die Sucht kommen, wirklich Hilfe bekommen und wirklich Unterstützung bekommen, sondern Sie halten es offensichtlich für besser, dass sie verfolgt und strafrechtlich verurteilt werden, was wir für den völlig falschen Weg halten. Ihre Minister haben ja über Jahre hinweg im Übrigen auch die Krankenhausreform nicht für ein wirkliches Problem gehalten, ganz offensichtlich ein Problem, das dieser Minister auch anpackt und diese Ampelkoalition ebenfalls. Natürlich packen wir die wirklichen Probleme an, und dazu gehört auch, dass wir verhindern, dass Menschen existenziell zerstört werden durch eine völlig falsche Drogen- und Suchtpolitik, wie Sie die seit Jahren auf die Fahne geschrieben haben. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es ist es deshalb nicht, weil wir eine richtige Legalisierung brauchen. Denn nur dann kommen wir wirklich weiter. Wir brauchen aber auch dieses Gesetz, das im Übrigen überhaupt nicht gegen Europarecht und schon gar nicht gegen Völkerrecht verstößt. Genau deswegen machen wir ja die Säulen. Und wir werden bei den anderen Säulen darauf achten, dass wir sehr genau mit den europäischen Partnern an der Stelle zusammenstehen. Viele in Europa begeben sich ja inzwischen auf den gleichen vernünftigen Weg. Wir müssen noch eine Menge Dinge verbessern. Auch für mich gäbe es noch viele Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Abstandsregeln, Konsum in den Cannabis-Clubs, noch mehr Prävention. Aber natürlich ist auch Prävention drin in diesem Gesetz. Wir machen da ein vernünftiges Gesetz. Wir machen einen historischen Wechsel. Und das halte ich für richtig. Ich bedanke mich für die Vorlage des Gesetzes und freue mich auf die weiteren Diskussionen.